So, nun ist es endlich soweit. Alle Frösche sind da, Don Geros Maske. Ich habe auf dich gewartet, Don Gero. Quack, quack. Verzeih mir, wenn ich mich täusche. Aber bist du ein wenig schlanker geworden? Wie du sehen kannst, ist der Winter nun vorüber. Und der Frühling hat die Berge wach geküsst. Lass uns unseren Gesang beginnen. Wow. Das Dirigieren war ein Erlebnis. Wir alle haben uns auch die größte Mühe gegeben. Deine spektakuläre Darbietung hat uns alle tief bewegt. Herzteil! Mehr will ich doch gar nicht. Lasst uns mal wieder zusammenspielen. Ja, nee, ist klar. Gut. Schönes Lied, doch, muss man sagen. Wenn es hier schon mal Frühling ist. In dem versifften Kaff. Nutze ich doch auch gleich die Gelegenheit. Da wir ja schon mal die Zora-Link-Ausstattung haben. Und hole mir hier. Hahaha. Leute, ein weiteres Herzteil. Geil, Omar, mehr sage ich nicht. Dillilde. Ja, was will man mehr? Perfekt. Zapala. Gut. So. Wenn wir schon auf Herzteiljagd sind, dann machen wir das Ganze auch richtig. Dann könnte ich mir nämlich noch... Oh, Hals. In der Unruhestadt. Weitere Voraussetzungen erfüllen für ein nächstes Herzteil. Und zwar... zeige ich euch jetzt noch was. Hier im Bombenladen, im Bombenladen sag ich schon, neben dem Bombenladen, im normalen Laden, im Bazar, ist hier auch mal wieder eine Vogelscheuche. Wenn wir der unsere Ocarina zeigen, oh Baby, ein schönes Instrument, spiel ein Lied, das du dafür geschrieben hast. Könnt ihr euch irgendeinen Scheiß auswählen? So zum Beispiel. Und dann dreht die hier voll durch. Wow, yeah, das Gefährt. Das fährt mir ins Gebein, Baby übrigens. Ah, heiße. Möchtest du etwas über das Lied der Zeit? Nein, möchte ich nicht. Spielst du das Lied, das du für mich geschrieben hast, wenn du willst? Ah, dass wir uns wiedersehen. Bis dann, Baby. Also, ja, vorlesen kann ich halt nicht so gut, aber der sagt halt nur so viel. Wenn ich das Vogelscheuchenlied wieder spiele, dann trifft er mich wieder. Und das kennen wir ja alle. Was? Ein Fisch? Ich wollte gar keinen Fisch. Ich wollte einfach nur so normales Wasser. Okay, gibt's sie anscheinend nicht. Pech gehabt. Gut, ich will nämlich noch ein paar Herzteile holen. Was brauche ich dafür? Nein, verdammt. Ja. Da kannst du nicht mal in Ruhe A drücken, ohne dass du belästigt wirst. Ehrlich. Was mache ich denn? Ach ja, die Mondträne. Ich brauche die Mondträne nochmal, Leute. Wie war der Bombercode nochmal? 42531. 42531. Kann ich mir das merken? Ja. 42531. Servus. 42531, gell? Ah, oh, Gott sei Dank. Ja, bla 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 bla. Tja, hast du einen Grund durchgelassen, Idiot. Gut. Warum brauchst du Mondträne? Ganz einfach, ich brauche ein Blatt Papier in der Hand. Scheiße, wegmachen.
So. Ist jetzt gerade nicht so spannend, ich weiß, aber gemacht werden. Tja, da rollt ein Goron die Treppe hoch. Ist ja auch völlig normal heutzutage. Ach scheiße, jetzt hat's Goron mit dem. Ja, mich hast du noch nie gesehen hier, wa? Ich würde aber trotzdem gerne durchs Teleskop gucken. So, dann brauchen wir unseren Freund hier. Spasti-Kid. Fling! Komm, schieß mir nochmal eine Mondträne runter. Rums. Ach, Schlecken. Ja, ist klar. Jo. Ja, in der Tat, ich habe was Interessantes gesehen. Ja, die Mondträne. Komm ich jetzt hier eigentlich raus? Nee, komm schon. Und mit Hilfe der Mondträne. Hey, hier ist Wasser. Da kann ich mir auch gleich etwas Wasser einfüllen. Ja, ist klar. Da war jetzt halt kein Wasser, ne? Haben wir mal ins Leere gegriffen mit der Flasche. Gut, mache ich später. Ah, ist das Spiel nicht toll. Naja, gut. Egal. Ey, warte einen Moment. Privateigentum. Kannst mich mal, Junge. So, dem geben wir jetzt die Mondträne. Damit er mir seine Urkunde gibt. Und was ich mit der Urkunde vorhabe, zeige ich euch beim nächsten Mal. Oder später, je nachdem. Tja, da sind wir wieder. Es ist Nacht. Nach Mitternacht sogar. Das ist auch wichtig. Wir sind in der Ostunruhstadt. Und ich bin mit der... Na, ich möchte jetzt nicht runterfallen. Hier neben mir der Blume hochgegleitet. Hier drauf. Denn nachts kommt man durch den oberen Hintereingang ins Gasthaus. Jawohl, hier gibt es viele Türen und so weiter. Da komme ich alles später nochmal drauf zurück. Irgendwann mal. Hier wäre also die normale Eingangstür. An der Info ist niemand. Wir gehen jetzt hier außen rum. So. Und hier in die kleine Toilette. Nicht erschrecken, Leute. Da ist eine Hand. Die kommt nachts, aber nur nach Mitternacht. Papa, bitte. Und dem geben wir jetzt die Urkunde. Yay! Ho, du hast mich gerettet. Das ist hier reingeplumpst, ich gebe es dir. Ein Herzteil. Die vier Teile fügen sich zu einem weiteren Dingsdabumster zusammen. Und die Hand wurde ins... Buch eingetragen. Also hier auf der Toilette hat jemand anscheinend ganz dringend Papier gebraucht. So, hier hinten haben wir dann noch die Küche. Da rennen auch Kakerlaken auf dem Boden rum. Lecker, lecker. Da drin ist die Oma. Da möchte ich jetzt nicht rein. Gut. Was ich jetzt vorhabe, ich hole Wundererbsen. Die gibt es ja in der Nähe des Deku-Palastes. Hole noch etwas Wasser. Und im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dann.